Und willkommen zurück beim Witcher 3 hier in Lindenthal. Ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Für mich jetzt auch vor einiger Zeit, weil ich hatte eine kleine Aufnahmepause gemacht. Und wir suchen jetzt eigentlich immer noch die Tochter des Barons. Die soll sich hier wohl aufhalten. Da wir das noch nicht kennen, machen wir uns auf den Weg. Nicht den kürzesten, wie man sieht, sondern wir reiten hier rüber, hier lang und einfach hier hoch. Mal schauen, was wir da... Ich sehe gerade, wir reiten vermutlich an den Ort hier vorne, würde sich das vielleicht sogar schon fast lohnen, um den Anlegepunkt da zu haben. Muss ich einfach mal gucken. Taverne landen würde. Sicherlich jetzt nicht der kürzeste Weg, aber es ist ein Weg. So. Ich gehe eben nur am Dorf vorbei. Ja, für mich ist jetzt eine kleine Aufnahmepause. Ich hatte damals zu Beginn einige Witcher-Folgen am Stück aufgenommen. Und ja, die sind jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehmen, bald vorbei. Es ist jetzt gerade der Patch 1.10 rausgekommen, wo ich das hier aufnehme. Und ja, das ist sozusagen mit die Vorbereitung für... Hilfe! Bei den Göttern Hilfe! Für das erste Add-on, Heart of Stone. Habe ich jetzt auch schon gesagt, wenn ihr das hier seht, ist es auf jeden Fall schon raus. Ich habe es aber noch nicht gespielt, sicherlich. Das wird zwar etwas länger dauern. Dafür muss man das Spiel ja eigentlich durch haben. Hilfe. Bei den Göttern Hilfe. Naja, ich rede gleich mit dir. So, Heart of Stone ist dann sicherlich auch schon raus und es gab ja den großen Vorbereitungspatch, der wohl recht groß war. Ich glaube, 12 GB. Lebendig im Leib aufgefressen. Die Leichen müssen sie angelockt haben. Danke, dass du mich nicht im Stich gelassen hast. Hab ich auch mal Glück. Glück? Die Lage könnte wohl schlimmer sein. Warst du in letzter Zeit infiziert? Schleppst du deshalb Leichen rum? Was? Nein, das ist meine Arbeit. Gut bezahlt. Mhm. Aber du bist kein Hexer und kein Magier, also bist du nicht immun. Ich bin kein widerlicher Mutant. Den Göttern sei Dank, aber keine Sorge. Ich werde einfach nie krank. Wo sind die denn runtergefallen? Wie ist das passiert? Mir war eine Achse gebrochen. Ich habe gerade nachgesehen, ob ich's richten kann. Und plötzlich Holz aus dem Wald. Da geht meine Stute durch, als hätte sie schon den Wolf an der Flanke. Der Wagen kippt und rums fällt die Fracht auf mich. Dein Pferd ist weg? Ja, das Biest ist futsch. Typisch wirklich. Wenn's nicht regnet, kriege ich eine Ladung Leichen ab. Tja, dann sollten wir vielleicht einen Wagen verbrennen. Du wirst einen neuen Wagen brauchen. Den hier musst du verbrennen. Gleich. Kann ich die Leute nicht schnell irgendwo eingraben? Man kann den Wagen noch reparieren. Wenn jemand erfährt, dass du damit solchen Opfer transportiert hast, wird dich nie wieder einer beauftragen. Mhm. Aber warum sollte denn irgendwer... Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Und du wirst die Pocken meilenweit verteilen. Dann muss es wohl sein. Hast du irgendwas zum Anzünden? So was, das brennt ja wie Zunder. Mann, das stinkt. Ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Danke für deine Hilfe und deinen guten Rat. Ganz schön. Noch einer. Geh nach Hause, verbrenn die Kleider und schrubb dich gründlich. Sicher, aber es ist wahr. Mir kann kein Pesthauch was anhaben. Das hoffe ich. Leb wohl. Mann, das stinkt vielleicht. Schneller. Tja, dann... Das war sozusagen heute unsere erste gute Tat. Und es geht weiter. Ja, ich werde auch wie bisher, denke ich mal, einen bunten Mix machen. Ich habe auch jetzt ja schon die ersten Folgen gesehen. Witcher 3 ist definitiv nicht bisher eines meiner erfolgreichsten Projekte. Finde ich aber nicht schlimm, mir macht das Spiel Spaß. Und einer der Gründe, warum ich ja auch manchmal Spiele aufnehme, ist ja vor allem auch, weil ich dann weiß, dass ich sie eher zu Ende spiele. Oha, letzte. Ah, hier ist ein Lager. Oh, Bandit. Rausgepresst hat, wie ein Mann.
Lauf mal eben kurz an den hier vorbei. Erst die Bogenschützen. Oh. Was auch immer da passiert ist. Ja, ich hab kaum noch was zu essen. Zauberer! Fehler! Na, lass doch das blöde Schild fallen. Du bist doch schon tot! Da wird erstmal untersucht. Ich muss auf jeden Fall gleich schon mal eben kurz gucken, dass ich vielleicht noch ein bisschen Essen wieder einstecke. Ah, da ist eine Truhe. Vorne ist auch nur der Schatz gewesen. Ich muss mal eben kurz gucken, habe ich nichts mehr zu essen? So, nehmen wir doch mal eben Schwalbe den Trank. Und gucken mal eben wieder fix auf der Weltkarte. Ah, hier vorne ist gleich ein nicht erkundeter Ort. Das dürfte ein Dorf sein. Das genau sowas suchen wir hier auch, damit, falls wir hier mal wieder hin müssen, wir kurz haben. Das scheint mir vielleicht doch nicht nur ein Dorf zu sein. Was sind denn das? Das ist ein Bude, oder? Bestiarium. Gute. Nekrophagen. Stufe 9. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich gerade, ich habe ja gesagt, jetzt eine gewisse Zeit lang nicht mehr gespielt. Dass ich gar nicht so auswendig weiß, welche Stufe ich überhaupt habe. Was? Verlieren wir die Nerven? Ich muss auf mein Giftlevel natürlich auch aufpassen, wenn ich Schwalbe nehme. Okay, ich glaube, in diesem Dorf ist nicht mehr allzu viel. Schade, ich hatte eigentlich gehofft, dass hier irgendwie ein Wegpunkt ist und hier ist irgendwo ein versteckter Schatz, der aber scheinbar
tiefer liegt. Jetzt habe ich die Frage, wie kommen wir hier tiefer? Ist hier eine Höhle unter dem Dorf? Das wäre ja vielleicht eine Erklärung. Ups. Ich laufe jetzt einfach mal eben einmal rum. Das scheint mir momentan hier eigentlich nirgends so eine Höhle zu sein. Wir es doch. Falsches Zeichen. Telekinetische Druckwelle. Das sieht doch gleich wesentlich besser aus. So. Und ich will noch mal kurz gucken. Echt, wir haben gegen... In Bestiarum haben wir... Gegen... Gula haben wir nix. Merkwürdig. Da lebt auch noch wer. Ja, mit dem können wir ja gleich reden. Erstmal das Wichtige. Seine ganzen Kisten ausbauen. Oh, der ist tot. Zerknüllt. Notiz. Vom Regen in die Traufe. Lies die Notizen, die du gefunden hast. Inventar. Questgegenstand. Es sind Soldaten gekommen. Ich weiß nicht, ob es unsere oder ihre sind. Es ist mir auch egal. Ich hörte sie auf der Straße heranreiten. Ich versteckte mich. Ich vernagelte die Tür. Vielleicht hält sie das ab. Sie verbrachten die Nacht mordend und vergewaltigend. Ich habe nur die Risse in der Wand genug mit angesehen. Musste mir in den Finger beißen bis auf den Knochen, damit ich nicht schreie. Weiß nicht, ob sich sonst noch jemand versteckt hat. Vielleicht nicht. Ich sah, wie sie Antosch erwischten. Der hatte sich in den Feldern versteckt beim Haarhofen, in dem er seine Sachen hat. Sie schlugen ihn tot. Sie haben mich gehört. Sie wissen, dass ich hier drin bin. Ich habe nicht aufgemacht, als sie an die Tür schlugen. Ich dachte, sie räuchern mich aus, wie die, die sich in der Kornkammer versteckt hatten. Dann sind sie auf die Pferde gesprungen und davongeritten. Jetzt ist es still. Man hört nur die Fliegen bei den Leichen. Ich habe versucht, die Tür zu öffnen, das Fenster, mich rauszugraben, ein Loch in die Wand oder das Dach zu kriegen, nichts zu machen. Ich hörte die Leute, die Leichen geflattert haben. Ich weiß nicht, was es bei denen außer schmutzigen Hemden und Fußlappen noch zu holen gibt. Ich rief um Hilfe, sie reagierten nicht, jetzt kommen nur noch die Gude. Jetzt soll ich hier das Versteck des Mannes mit Hilfe meiner Hexersinne durchsuchen. Also entweder bin ich zu blöd oder er zeigt einfach nichts an. Okay. Da hinten ist das. Okay, dann kann ich hier natürlich lange suchen. Ja, muss man rausspringen? Muss man erstmal drauf kommen, dass man da rausspringen muss? Hey. Ah, da vorne haben wir noch einen Hinweis. Das sind Bienen. Das ist ein Kackhinweis.
Haben wir jetzt eine Honigfarbe? Das ist aber auch noch nicht das Versteck. Ja. Das ist jetzt das Versteck. Ist immer ein bisschen Leute. Tja. Ich sehe wahrscheinlich das Offensichtlichste. Hier haben wir was. Ein Sturm, verdammt. Eine neue Rüstung. Oh, ich sehe auch gerade schon wieder. Wir sind. Erstmal sind wir Stufe 9. Das wusste ich vorhin auch ja nicht. Und zweitens, wir haben noch irgendeine Rüstung gefunden. Minimal besser. Und vor allem sieht sie mal endlich anders aus. Und die hat sogar noch einen leeren Slot für eine... Für eine Rune. Schwert. Ausrüstung. Ah, Zeichenintensität. Schwert. Gut, dann sind wir hier aber auch fertig und machen uns auf den Weg nach da hinten. Aber ich glaube, wir meditieren hier und ich beende damit auch mal die Episode. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für Interesse und sage bis dahin.